Keine Tierart ist optisch so variabel wie der Hund. Wir Menschen haben den Wolf domestiziert und ihn entsprechend unserer Bedürfnisse geformt. Zuerst um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, aber machen wir uns nichts vor. Schon seit langem geht es oft nur um eins, das Aussehen. Klein, groß, viel Fell, wenig Fell, Hauptsache wir finden unseren Vierbeiner richtig schön. Als TierärztInnen sehen wir aber keine ausgefallene Optik, sondern viel Arbeit. Sieht euer Tier so aus? Wie oft hat eine Tierärztin dann zu euch gesagt, dass euer Hund Qualzuchtmerkmale hat? Vielleicht noch nie? Also falls doch, bleibt bitte bei dieser Kollegin, denn sie setzt sich für euer Tier ein. Mein Name ist Dr. Mariana Peer. Ich bin Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen und Fachtierärztin für Tierschutz. Mein Name ist Dr. Karim Montasser. Ich bin Tierarzt und YouTuber. Falls euch aber Klartext zu Qualzuchten fehlt, dann ändern wir das jetzt. Denn Wissen schützt Tiere. Aber Achtung, es wird ein bisschen wehtun. Denn wir zeigen euch die tierärztliche Realität ohne Filter, der die Gefühle von Menschen schützt. Wir reden. Man möchte ja eigentlich meinen, dass wirklich jeder weiß, dass diese Hunde ihr Leben lang Probleme haben. Im Ranking der beliebtesten Hunderassen belegen die französischen Bulldoggen trotzdem Platz 4. Dicht gefolgt vom Chihuahua auf Platz 5. Ja, das ist Foreshadowing. Wir werden euch heute helfen, ein paar ganz einfache Grundregeln kennenzulernen, anhand derer ihr Qualzuchtmerkmale von Kopf, Körperform und Fell besser erkennen könnt. Damit wollen wir nicht nur euch unangenehme Tierarztbesuche, sondern auch eurem Haustier jede Menge unangenehme Zeiten ersparen. Also, zuallererst frei Schnauze. Brachycephale Hunde leiden ihr Leben lang. Das ist nicht einfach so dahergesagt. Brachycephal bedeutet nämlich nicht nur kurznasig, sondern kurzköpfig. Die ganzen Weichteile innen drin, die haben viel zu wenig Platz in der knöchernen Begrenzung. In einer Publikation wurde das Meat in a Box genannt. Alles an diesem Schädeldesign behindert die Atmung. Oben angefangen bei den viel zu kleinen Nasenlöchern, die keine Luft reinlassen. Dann ist die Zunge viel zu groß, weil die vergessen wurde, klein zu züchten. Das Gaumensegel nimmt hinten ganz viel Platz weg. Die Luftröhre ist verengt und außerdem sind die Knorpel auch noch schwach. Das heißt, die Luftröhre ist nicht nur klein, sondern auch instabil. Das bedeutet, sie kann kollabieren wie ein morscher Tunnel. Und jetzt noch ein bisschen Physik. Ein halber Durchmesser der Luftröhre macht 16-fachen Atemwiderstand. Diese Hunde haben also nicht nur extrem enge Nasenlöcher, die ihnen das Einatmen massiv erschweren, sondern auch eine instabile Luftröhre, die gerne mal kollabiert. Kein Wunder also, dass diese Hunde ihren Tubus nach einer OP ganz gut finden, während andere Hunde ihn wild schüttelnd loswerden wollen. Es gibt nichts Bedrohlicheres als Atemnot. Und diese Hunde haben diese Angst ihr Leben lang. Zum Beispiel auch vorm entspannten Hinlegen. Da schläft der ein oder andere auch mal völlig erschöpft im Sitzen ein. So sieht eine normale Hundenase aus. Und so die einer extrem kurznasig gezüchteten Rasse, wie etwa bei Mops oder bei der französischen Bulldogge. Für solche brachycephale Hunde, die regelmäßig an Atemnot leiden, ist die Panik vor dem Ersticken ein täglicher Begleiter. Erstickungsangst ist ein erhebliches Leiden, das ein ganzes Hundeleben die Lebensqualität massiv einschränkt und sogar noch nachts zu schweren Schlafstörungen führen kann. Und nicht nur die Hunde haben Angst, auch die Fluggesellschaften. Mittlerweile verbieten viele das Mitreisen von kurzköpfigen Hunden, weil das Risiko einfach sehr hoch ist, dass die Tiere ihren Zielort gar nicht lebend erreichen. Aber mein Bruno, der ist frei atmend. Ja, nur schnarchen tut er wie eine Säge. Aber das macht er schon immer. Brachycephal bedeutet, wie du schon gesagt hast, nicht kurznasig, sondern kurzköpfig. Und das sieht man nirgendwo so gut wie beim Cavalier King Charles Spaniel. Denen bringt ihre Nase gar nichts, weil die haben nämlich den kürzesten Schädel aller Hunderassen. Der Schädel ist so kurz, dass bei 90% aller Kavaliere das Hirn nicht in den Schädel passt. Das schauen wir uns mal kurz an. Das Gehirn passt nicht in den Schädel. Beim Duell weiches Gehirn gegen harten Schädelknochen verliert immer das Gehirn. Und das führt dazu, dass das Kleinhirn hinten durch das Schädelloch durchgequetscht wird. Das habe ich leider in meiner Zeit in der Neurochirurgie häufiger gesehen. Den Punkt muss ich nochmal betonen. Das Kleinhirn wird durch das Loch im Schädel durchgequetscht. Das Problem ist, die Tiere zeigen Symptome, die man erstmal zuordnen muss. Und wer hat schon einen MRT-Blick? Haben wir aber nicht. Stattdessen zeigen sie Symptome wie Phantomkratzen. Dabei kratzen die Tiere neben sich in der Luft, als hätten sie Flöhe neben sich. Und das alles nur wegen massiv kaputter Gehirnzellen, die nicht in den Kopf passen. Es kommt zu einer sogenannten Seringomyelie.
Das ist eine Engstelle im Rückenmark, an der die Flüssigkeit aus dem Gehirn nicht vorbeifließen kann und sich so eine Flüssigkeitsblase bildet. Das sind wirklich erhebliche Schmerzen. Diese Krankheit gibt es übrigens auch beim Menschen. Leute, die das haben, beschreiben das wie Migräne oder massive Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich und wie Insekten, die über die Haut krabbeln. Die Syringomyelie ruft bei den Kavalier King Charles Spanien ein sehr spezielles Schmerzsyndrom hervor, das mit normalen Schmerzmitteln nicht zu behandeln ist. Es braucht spezielle Medikamente, die im Rückenmark wirken und die auch ein Leben lang gegeben werden müssen. Das darf man nicht unterschätzen. Die zweite Komponente ist die Ansammlung von Hirnflüssigkeit im Kopf. Die führt zu Hirndruck, die führt zu Kopfschmerzen. Auch hier hilft keine Kopfschmerztablette, sondern es braucht eine Operation, die diese Flüssigkeit dauerhaft aus dem Kopf ableitet. Das ist aber nicht alles, denn ein kurzer Kopf macht nicht nur hinten Probleme, sondern auch vorne. Bei brachycephalen Tieren ist die Augenhöhle zu flach für die Augen. Der Augapfel ist dann nicht richtig eingebettet und die Augenlider können nicht richtig schließen. Normal? Mops. Komm, wir schauen uns mal den Kiefer an. Aber Obacht beim Festhalten. Die Augenhöhlen sind so flach bei kurzköpfigen Hunden, dass der Knochen den Augapfel nicht richtig umschließt. Deswegen lernen wir als Tierärztin, die Hunde niemals im Nacken festzuhalten, weil da können wirklich gruselige Sachen passieren. Wenn man hinten im Nacken packt, kann vorne mal schnell ein Auge rausfallen. Leider kein Scherz. Brachycephale Hunde und Katzen leiden unter sehr vielen verschiedenen Augenlähmungen. Das nennt man zusammengefasst brachycephales okuläres Syndrom. Diese Patienten können ihre Augen schlechter schließen und es kommt zu chronischen schmerzhaften Entzündungen. Verletzungen an der empfindlichen Hornhaut heilen schlechter und langsamer ab. Und es kann zur Erblindung und Verlust des Augapfels führen. Schnell zum Kiefer. Wir erinnern uns, alles an diesen Schädeln ist verformt. Beim Kiefer führt es dazu, dass die Hunde teilweise nicht mal richtig fressen können und manchmal sogar die Nabelschnur ihrer eigenen Welpen nicht richtig abnabeln können nach der Geburt. Dabei ist schon der ein oder andere Welpe kaputt gegangen. Die meisten Hunde mit so einer Kopfform können übrigens gar nicht natürlich gebären, weil der Kopf ist so bullig, dass er nicht durch den natürlichen Geburtskanal passt. Die Abnabelung machen dann unsere Kolleginnen und Kollegen in der Klinik. Auch nicht so in der Sache. Und wenn ihr denkt, das war krass. Leute, Chihuahuas können durch eine Berührung des Kopfes tödlich verunglücken, weil man durch die Haut direkt auf das Gehirn packt. Das ist so nicht vorgesehen. Wir Menschen haben sie so gezüchtet, dass sie in eine Teetasse passen, weil wir sie gerne süß hätten. Das führt aber dazu, dass der Kopf für immer den Status eines Neugeborenen behält. Jeder, der mal ein Baby auf dem Arm hatte, weiß, wie das ist. Achtung mit dem Hinterkopf, wir haben da die Fontanelle und die ist noch offen. Und bei einer falschen Bewegung kann es so einem adulten Hund jetzt eben gehen wie einem Neugeborenen. Bei den offensichtlich deformierten Exemplaren ist euch das wahrscheinlich klar. Aber was denn mit denen hier? Deutsche Doggen haben ein erhöhtes Risiko auf Knochenkrebs. Bordeaux-Doggen haben ein erhöhtes Risiko auf Hüftgelenks- oder Ellbogendysplasie, besser bekannt als HD oder ED. Silberne Labradore gibt es in dieser Farbe natürlicherweise gar nicht. Das ist ein Gendefekt, der zusätzlich zu krankhaftem Haarausfall führen kann, wie bei dem hier. Hunde mit vorwiegend weißen Köpfen oder sogar rein weißen Köpfen haben ein erhöhtes Risiko, taub zu sein. Und was ist mit dem hier? Den haben doch gefühlt alle. Das ist ein Hund mit dem sogenannten Merle-Faktor. Die sehen sehr schick aus. Aber was man ihnen nicht ansieht, bei der Verpaarung von zwei Tieren mit dem Merle-Faktor besteht ein hohes Risiko, dass schwerstbehinderte Welpen zur Welt kommen. Diese Zucht gehört nur in professionelle Hände. Ebenfalls versteckt wie bei den Fellfarben sind die Deformationen der Scottish Fold-Katze. Dank Claudia Schiffer, Ed Sheeran und auch Taylor Swift sind die leider wieder im Trend. Der Gendefekt führt zu Knickohren und andererseits, dass die Beine von Scottish Fold so aussehen. Was hier wie blumenkohlartige Veränderungen aussieht, das ist eine weit fortgeschrittene Arthrose der Zehengelenke bei einer jungen Scottish Fold-Katze. Leider ist es in der Ausprägung keine Seltenheit. Und wir müssen hier auch betonen, Arthrose ist unheilbar und verursacht in so einer Ausprägung wirklich massive Schmerzen. Auch wenn das Tier sich gar nicht fortbewegt. Wir können in solchen Fällen also außer mit starken Schmerzmitteln kaum helfen. Dann kommt aus Tierschutzsicht leider am Ende auch die Euthanasie in Frage. Scottish Folds sind ja bekannt als ruhige, ausgeglichene Familientiere. Vielleicht sind es auch einfach chronische Schmerzpatienten. Während wir Hunde einigermaßen verstehen, wird es bei Katzen schon schwieriger. Deren Ausdruck von Leid und Schmerz können schon viele nicht lesen. Dabei vermitteln sie es ziemlich deutlich. Richtig schwierig wird es dann bei Tierarten, denen ihr Leiden wirklich nicht anzusehen ist. Diese Widderkaninchen, die mit den Hängeohren, die sehen immer so süß aus. Niedlichkeit und ein ruhiges Wesen sind häufige Motive, sich für ein Widderkaninchen zu entscheiden.
Leider wird für die Thematik der Schlappohren und Ohrenentzündung aber viel zu wenig gesprochen. Und Kaninchen zeigen nicht, dass es ihnen schlecht geht. Im einen Moment sind sie noch super fit und im nächsten Moment todkrank oder sogar schon verstorben. Deshalb ist eine effektive Früherkennung das A und O und bedeutet hohe Kosten für regelmäßige Tierarztbesuche und CT-Aufnahmen. Dann gibt es da noch die Dackel. Die habe ich in meiner Zeit in der Neurochirurgie häufiger gesehen. Und zwar mit extrem schmerzhaften Bandscheibenvorfällen. Das hier brauchen wir gleich noch. Diese Hunde haben häufig Probleme mit ihrem Bewegungsapparat. Dackel haben kurze Beine, weil das Längenwachstum ihrer Beine durch zwei Genmutationen behindert ist. Die eine Mutation macht kurze Beine und die andere macht kurze Beine und zusätzlich kaputte Knorpel. Beide zusammen machen also richtig kurze Beine und kaputte Knorpel. Während normale Hunde wachsen, solange bis sie groß sind, wird dieser Prozess beim Dackel richtig früh gestoppt. Mit Bonusdefekt on top. Deswegen haben Dackel am Ende so süße Dackelbeinchen. Aber es gibt noch an einer anderen Stelle im Körper wichtigen Knorpel, nämlich in den Bandscheiben. Dort sorgt die süße Beinchenmutation nämlich dafür, dass die Bandscheiben ebenso degenerieren. Und deshalb haben Dackel häufig Bandscheibenvorfälle. Unser kleiner Patient hier hat bereits 3 hinter sich und 2 davon mussten sogar operiert werden. Tierliebe ist, wenn uns die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Tiere wichtiger sind als ihr Aussehen. Apropos Aussehen, es gibt einen Ort, da steht das Aussehen ganz besonders im Vordergrund. Welche Hunde dürfen jetzt eigentlich hier ausgestellt werden? In § 10 der Tierschutzhundeverordnung steht unter anderem, es ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten, bei denen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen, untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Und deswegen gibt es hier auf der Hundeausstellung Einlasskontrollen. Grundsätzlich ist es so, dass es zu verhindern gilt, dass Tiere mit Qualzuchtmerkmalen ausgestellt werden. Und um das zu verhindern, gibt es gewisse Voruntersuchungen, die je nach Rasse eben hier eingereicht werden müssen, bereits bei der Anmeldung. Dann finden hier am Eingang aber nochmal stichprobenartige Untersuchungen statt, um eben am Schluss noch die rauszuziehen, die im Zweifel sind. Und das letzte Wort, welche ausgestellt wird und wer nicht, hat nicht der Veranstalter, sondern das örtliche Veterinäramt. Jetzt sind die französischen Bulldoggen dran. Also wenn man den Gesetzestext, den Paragraph 11b vom Tierschutzgesetz runterbricht, dann besagt er ja, dass du mit Tieren nicht züchten darfst, denen erblich bedingt für den artgemäßen Gebrauch Körperteile oder Organe fehlen oder die umgestaltet sind oder untauglich sind. Und wenn den Tieren daraus gleichzeitig entweder Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. In Deutschland ist aber keine einzelne Rasse wegen der Qualzucht ausgeschlossen. Genau. In Deutschland hast du für jedes einzelne Tier eine einzelne Beurteilung. Schmerzen sind zum Beispiel, wenn ein Tier ganz klassisch lahm ist oder unter Augenentzündungen leidet. Leiden wiederum ist ganz klassisch Atemnot. Aber ein Tier kann zum Beispiel auch leiden, wenn es innerartlich nicht mehr richtig kommunizieren kann. Also beispielsweise die so umgestaltet ist, dass es die Sprache seiner Artgenossen nicht mehr richtig sprechen kann. Zur normalen innerartlichen Kommunikation zwischen Hunden gehört es, dass man sich am Popo schnüffelt, als Begrüßung beispielsweise. Bei kurznasigen Hunden dotscht aber die Stirn direkt auf den Anus auf. Und langnasige, normale Hunde betrachten das dann als distanzlos und es kommt eher zu Konflikten. Wie sieht denn eigentlich ein gestresster Hund aus? Weil Schmerzen, Leiden, Schäden ein sehr dehnbarer Begriff ist, der auch an manchen Stellen etwas vage ausgelegt wird, ist es bisher ein Problem für den Vollzug gewesen. Um das aber zu verbessern in der Zukunft, soll im neuen Tierschutzgesetz jetzt ganz konkret anhand von mehreren Merkmalen benannt werden, was auf jeden Fall als Schmerzen, Leiden oder Schäden zu attestieren ist. Und darunter gehört zum Beispiel eine abnormale Skelettform oder zum Beispiel auch ein Ektropium. Abnormale Skelettform ist klar, kann man sich was darunter vorstellen. Ektropium vielleicht nicht. Das ist im Endeffekt, wenn die Augen nicht richtig schließen können und es dann so aussieht. Wenn man also rein nach dem Gesetz geht, dann dürften hier auf dieser Hundeschau gar keine Hunde sein, die Qualzuchtmerkmale haben. Genau.
Allerdings gibt es Merkmale, die man nicht so offensichtlich sieht, sondern die etwas verdeckter sind. Und für die müssen die Leute dann eben Untersuchungen mitbringen, die sie zu Hause bei ihrem Haustierarzt gemacht haben oder eben auch von einem Spezialisten. Zum Beispiel bei dem Cavalier-King Charles Spaniel. Da sieht man ja nur mit einem MRT, ob das Gehirn im Schädel ist oder nicht. Genau. Allerdings ist ein MRT hier für die Zulassung von Kavalieren nicht gefordert. Diese ganze Show ist gigantös. Aber ich frage mich, wem dient das Ganze? Also zunächst mal ist so, dass die ganzen Hundehalterinnen und Hundehalter hier ihre Tiere natürlich präsentieren und auch mit denen gewinnen möchten. Die Champions von heute sind nämlich die Zuchthunde von morgen. Das sind die einen Nutznießer, die anderen sind die Industrie. Denn die Haustierindustrie um unsere Hunde und Katzen drumherum macht Milliardenumsätze jedes Jahr und präsentiert sich natürlich auch hier. Was ich mich aber frage, wann profitieren eigentlich die Hunde? Aber jetzt nochmal zurück zu den Dackeln. Aus Studien wissen wir, dass die Prävalenz für Bandscheibenvorfälle extrem hoch ist. Bis zu jeder Vierte erleidet einmal im Leben einen oder mehrere Bandscheibenvorfälle. So, das zählen wir jetzt mal gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Oh, Gottchen. Okay. Findet ihr das auch so frustrierend? Das geht mir als Tierarzt auch so. Aber was denn mit den Mischlingen? Sind die nicht immer gesünder? Das könnte man grundsätzlich mit Ja beantworten, wenn es sich um echte Mischlinge handelt. Aber das Ganze kann auch ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man beispielsweise Hunde miteinander verpaart, die beide Defekte haben. Beispielsweise bei der Verpaarung von Mops und französischer Bulldogge. Das ist dann ein Frops. Oder wenn man Gigantismus mit einem Farbdefekt kreuzt. Man könnte jetzt natürlich den Eindruck gewinnen, dass alle Rassehunde per se komplett kaputt sind. Natürlich gibt es auch vertretbar gesunde Rassehunde. Allerdings ist es immer eine gute Sache im Sinne des Tierschutzes, wenn man verantwortbar aus dem Tierheim adoptieren kann. Wir sind ja jetzt hier auf einer reinen Hundeausstellung und haben uns bislang nur mit Hunden befasst. Aber wie sieht es eigentlich bei anderen Tieren aus? Qualzucht geht uns alle etwas an. Natürlich sehen wir in unserem Alltag häufiger Hunde und Katzen, die aufgrund ihrer kurzen Nasen unter Atemnot röcheln. Oder Kaninchen, die aufgrund ihrer Schlappohren schlecht hören und unter schmerzhaften Ohrenentzündungen leiden. Aber wir müssen auch auf die Tiere blicken, die wir nicht als Gefährten halten, von denen wir allerdings Höchstleistung verlangen. Maskeflügel, das aufgrund massiver Gewichtszunahmen nicht schmerzfrei laufen und auf Sitzstangen nicht artgemäß sitzen kann. Milchkühe, die aufgrund ihrer Milchleistung chronisch unterernährt sind. Sauen, die aufgrund der großen Würfe nicht jedes Ferkel ernähren können. Diese aufgezählten Merkmale sind durch gezielte Zucht auf Wirtschaftlichkeit und Optik entstanden, aber unter Missachtung der tierlichen Gesundheit. Denn sie gehen mit Schmerzen und Leiden für die Tiere einher. Deshalb wiederhole ich es hier nochmals. Qualzucht geht uns alle etwas an, und zwar sowohl bei uns zu Hause wie auch in der Landwirtschaft. Bei der Zucht von Tieren muss Gesundheit und Wohlbefinden immer an oberster Stelle stehen. Eine wichtige Rolle spielt eine transparente Aufklärung, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Dieses Wissen muss weitergegeben und geteilt werden. Und dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Denn Wissen schützt Tiere. Wissenschaftliche Fakten waren die Basis für unsere Aufklärungsarbeit. Und hier sind die Quellen.